Der Bundesrechnungshof kritisiert die Beschaffung von Corona-Schutzmasken durch das Bundesgesundheitsministerium in der Frühphase der Pandemie. Die Masken seien unkoordiniert und in zu hoher Stückzahl von Bundesgesundheitsminister Spahn bestellt worden. Mit fast 6 Milliarden Schutzmasken lagen die Bestellungen demnach fast ein Viertel über dem berechneten Jahresbedarf. Kostenpunkt 6,3 Milliarden Euro. Hinzu kamen bislang 320 Millionen Euro etwa für Transport, Lagerung und Qualitätsprüfungen. Und dieser Betrag könnte durch Rechtsstreitigkeiten und Entsorgungskosten noch weiter ansteigen. Zudem habe ein Teil der Bestände die Qualitätsprüfungen nicht bestanden und sei daher unbrauchbar. Und dazu hat sich auch der Bundesgesundheitsminister persönlich geäußert. Ja, es stimmt. Es stimmt. Wir haben in einer Notlage, und es war die größte Notlage seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Da muss man gelegentlich noch mal dran erinnern, habe ich den Eindruck, wie das so vor ein Vierteljahren war und bis heute im Übrigen ist. Ich meine, die ersten Monate dieses Jahres waren ziemlich harte Monate für viele Menschen in Deutschland, wirtschaftlich hart, sozial hart, die größten Einschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ja, es stimmt, in dieser Notlage haben wir tatsächlich unkonventionell handeln müssen. Ich kann mich erinnern, wie ärztliche Direktoren von Unikliniken mich angerufen haben und gesagt haben, Herr Spahn, wenn ich nächste Woche keine Schutzmasken habe, stellen wir hier den Betrieb ein, weil ich es nicht verantworten kann, dass unsere Beschäftigten ohne diese Masken arbeiten. Und nicht einer, viele. Und dann haben Sie jetzt als Gesundheitsminister zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, ja, habe ich leider gerade keine Struktur für. Und irgendwie im Beschaffungsamt kümmert sich im regulären Vergabeverfahren, aber irgendwie kam jetzt auch noch nichts seit Wochen. Müssen wir mal gucken. Oder Sie sehen das als Verantwortung dafür, dass Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, alle, die im Gesundheitswesen jeden Tag arbeiten, schnellstmöglich an Schutzmasken kommen. Und ja, da haben wir tatsächlich auf verschiedenen Wegen alles versucht, alles getan und auch viel bezahlt. Das ist wahr dafür, dass das möglich ist.